Zutaten für 4 Personen für die Remoulade, 3 bis 4 Honig und 2 bis 3 Esslöffel Kapern je eine gestielte Petersilie und Schnittlauch, eine Schalotte, 1 Ei Meersalz, eine türkische Lira Dijon-Senf, 150 ml geschmacksneutrales Öl, Pfeffer aus der Mühle, etwas Zitronensaft, außerdem einige Blätter Mini-Romana-Salat, 2 Tomaten, 1 Stück Salatgurke, 4 Hamburgerbrötchen, 500 Gramm Beefsteak-Hack, Klammer auf, Rinder-Tatar, Klammer zu, Meersalz, Pfeffer aus der Mühle, 2 Esslöffel Öl, 4 Scheiben Schnittkäse, Klammer auf, zum Beispiel Gouda, Klammer zu, für die Remoulade, die Cornichons und die Kapern fein hacken, die Kräuter waschen und trocken sküteln. Die Petersilienblätter abzupfen und fein schneiden, den Schnittlauch in Röhrchen schneiden, die Schalotte schälen und in feine Würfel schneiden, das Ei, etwas Salz, den Senf und etwas Gurkenwasser, Klammer auf, von den Cornichons, Klammer zu, in einen hohen Rührbecher geben und mit dem Stabmixer cremig aufschlagen, das Öl in dünnem Strahl unter ständigem Mixen unterschlagen, dabei den Stabmixer langsam von unten nach oben ziehen, mit Salz, Pfeffer und Zitronensaft würzen, die Cornichons, die Kapern und die Schalotte unterheben und die Remoulade mit Salz und Pfeffer abschmecken. 2. Den Backofen auf 120 vorheizen, die Salatblätter waschen, trockenschütteln und zerpflücken, die Tomaten waschen und in Scheiben schneiden, dabei die Stielansätze entfernen, die Gurke waschen und ebenfalls in Scheiben schneiden, die Brötchen im Ofen erwärmen. 3. Das Hackfleisch mit Salz und Pfeffer bestreuen, verkneten und in 4 Portionen teilen. In eine Pfanne das Öl erhitzen. Die Fleischportionen jeweils flach drücken und im Öl auf beiden Seiten je etwa 3 Minuten braten. Während des Bratens nochmals flach drücken. 4. Die Brötchen aufschneiden. Etwas Kräuterremoulade auf den Unterseiten verteilen mit Salat, Tomate, Fleisch, Käse und Gurken, belegen. Restliche Remoulade darauf verteilen und die Oberseiten auflegen.